Hallo liebe Steinfreunde, ich grüße Sie, ich grüße euch. Heute wollen wir das virtuelle Observatorium betreten. Ich hatte das doch schon angekündigt und ich werde insgesamt 6 Folgen dazu machen. 2, die auch wirklich so heißen, virtuelles Observatorium. In dieser werde ich nur einen Überblick geben, werde dazu nur etwas sagen. Bei der nächsten Sendung werde ich mich dann dort an den Rechner begeben, nur hier ganz kurz Hallo sagen und mal ein Beispiel zeigen. Und dann gibt es 4 Folgen, die sind unter der Überschrift interdisziplinäre Zusammenarbeit. Da kommt aber dann jeweils dieses auch drin vor und speziell der dritte Teil davon, das ist dann die Folge 169, wird die Kataloge, die Ergebnisse, die Daten dieser Observatorien, die wir hier virtuell haben, vorgestellt. Es gibt sehr viele. Davon ist vielleicht grob die Hälfte ganz brauchbar und steht zur Verfügung. Und das reicht aber schon, um eine ganze Menge Arbeit zu machen. Ja, jetzt werde ich hier so ein bisschen in meinem Buch angeberisch blättern. Und ich sage gleich, dass ich es wirklich nur anreißen kann. Ich blätter mal hier das Kapitel 13, virtuelles Observatorium. Sie sehen, wie viel ich dazu alleine schon in meinem Buch geschrieben habe, damit man in dieses Thema hineinkommt. Das ist ja auch nur ein Anfang. Das Problem ist aber auch leider, virtuelles Observatorium heißt, es gibt also auch irgendwo auf der Welt ein wirklich physisches und das beobachtet und die Daten fließen dann in irgendeine Datenbank ein und an die kommen wir ran. Die ist freigeschaltet und deshalb virtuell. Und wir können nahezu, also in einigen Fällen sind alte Daten, die nicht mehr aktualisiert werden. In anderen Fällen gibt es noch immer laufende Teleskope, die ihre Daten dort einstellen. Da können wir dann aktiv an der Forschung teilnehmen. Das hat man gemacht, weil die Datenmenge so groß ist, dass die Profi-Astronomen das überhaupt gar nicht mehr alleine bewerkstelligen können. Und wenn es dann, ich sag mal, 100-mal so viele Amateure gibt, die auch nur ein Zehntel so viel vielleicht können, gibt es in der Gesamtheit wieder dasselbe, was man auch in der Profi-Welt hat, dann hat man das ganze Ergebnis, die Ergebnissubstanz dann schon mal verdoppelt oder gar noch mehr. Und ich weiß, dass es hier viele, viele Entdeckungen gibt. Ich kenne auch viele Sternfreunde, die da richtig gut bewandert sind. So, das ist das Thema virtuelles Observatorium und dieses ist das Thema interdisziplinäre Zusammenarbeit. Und da werden dann viele Beispiele auch gebracht. Also deshalb, ich kann das Ganze nur anreißen. Und ein Problem besteht eben halt darin, dass die Computerwelt sich eben enorm schnell und stark ändert. Das heißt, wenn ich hier ein Beispiel vorgeführt habe, ich habe mir die Seite aufgerufen, ich habe mich damit vertraut gemacht, ich habe das beschrieben, dann kann es 3 Jahre später schon sein, dass der Betreiber gesagt hat, ich schaffe mir eine neue Software an, ich schaffe mir neue Möglichkeiten an und schon sieht das ganz anders aus. Ich kann da nicht mithalten, das geht einfach zu schnell. Die Möglichkeit ist also gegeben. Ja, ich blättere mal in meinem Buch. Mich haben Sternfreunde gefragt, muss ich das denn haben dafür? Naja, die Antwort ist ganz einfach. Man kann auch ohne diesem Buch leben. Aber es lohnt sich nicht. Es gibt eine internationale Organisation, International Virtual Observatory Allianz. Da sind in Argentinien, Armenien sogar und aus dem United Kingdom und Australien, Brasilien, China und so weiter und sogar Deutschland ist dabei. Das German Astrophysical Virtual Observatory. Das ist also jeweils eine Organisation und die kümmern sich
innerhalb ihres Landes darum, dass die Sternwarten und Satelliten und was man so hat, ihre Daten in die Datenbank bringen und diese dargestellt werden und die wieder weltweit zusammen, damit man weltweit auch dann eine Oberfläche hat, mit der man sowas dann abrufen kann. Da gibt es eine Federführung, das ist das The Space Telescope Science Institute, STSCI. Das liest man häufig, wenn man sich so Hubble-Bilder oder so anschaut, dann stehen die oft im Credit mit drin. Ja, es gibt noch einen anderen Begriff, das ist Data Mining. Damit meint man, also Data Mining würde im Grunde genommen bedeuten, dass man nach Daten gräbt, ja, so wie so Schatzsucher. Man gräbt nach Daten, fördert sie an den Tag und schaut, ob man da etwas drin entdeckt hat. Und wie gesagt, es gibt viele Amateure, die das schon jahrelang erfolgreich machen. Ja, was haben wir für Kataloge? Die stelle ich etwas genauer vor in der Folge 169. Aber die unterscheiden sich voneinander so ein bisschen auch, was mit ihnen möglich ist. Das geht los bei solchen, wo man erstmal nur die Fotos, die damals ja noch so analog gemacht wurden, so auf Fotoplatten, dass man die überhaupt erstmal digitalisiert im Rechner hat und die dann abrufen kann. Das ist schon so die einfachste Variante. Aber das ist mühevolles Auswerten. Dann gibt es die nächste, die hat diese Fotos schon mal mit dem Computer ausgewertet und die Daten in eine Datenbank geschrieben. Und dann gibt es welche, da kann man die Daten richtig sortieren, aussuchen und dann herunterladen als Datei. Andere bieten sie nur online als Kurve an, wobei man sich dann das Kurvenbild screenshotten kann. Und also es gibt da die unterschiedlichsten Varianten. Ich habe dann das, was ich jeweils festgestellt habe, hier auch mal so in meinem Buch zusammengefasst. Wichtige sind zum Beispiel ASAS. All Sky Automatic oder Method Survey, also Gesamthimmel automatische Durchmusterung. Da gibt es ASAS-SN für Supernova, aber das ist nicht nur auf Supernova bezogen. Da stehen sehr, sehr viele Daten drin, mit denen man sehr viel anfangen kann. Ja, der ist nicht so populär, dann gibt es CSS, den ist Catalina Sky Survey, der liefert ganz nette Daten. Dann gibt es hier etwas, damit werde ich auch Beispiele zeigen, weiß gar nicht, wann blende ich die da mal am besten ein. Ja, jetzt vielleicht wäre das eigentlich ganz gut. So, da bin ich wieder. Eben gab es einen kleinen Bruch im Film und ich musste mir leider Notizen machen, die ich vergessen hatte zu machen. Aber das machen ist das eine Live-Sendung sozusagen. Ich schneide das ganz ordentlich dann mal zusammen, aber man wird das merken und deshalb sage ich es hier auch. Gebe ich es auch mal ehrlich zu. Also, was ich jetzt hier nämlich zeigen wollte, und darauf war ich nicht eingestellt, weil ich sagte, ich wollte dann nur was erzählen, aber das stimmt gar nicht. Also einmal bei ASAS, und das habe ich jetzt hier eingeblendet, sieht man zum Beispiel in dem einen Diagramm viele Messungen. Die streuen irgendwie so ein bisschen über die Zeit. Da kann man aber eine Periode vorgeben und dann wendet er sie an und dann bekommt man so ein Fadendiagramm, wie dort zu sehen ist. Und das ist dann die Lichtkurve. Ne? Das kann man also dann von den Sternen, die einen interessieren und die man vergleichen möchte mit vielleicht eigenen Messungen oder man hat einen Unbekannten entdeckt und sagt, ist das ein veränderlicher, ne? Kann man das machen. Eine andere ist, was ich eben schon sagte, CSS, Catalina sagt man auch oft einfach. Da sehen wir hier zum Beispiel eine kleine Maske, wo man nach Koordinaten abfragen kann, einen Umkreis angeben kann, noch zwei, drei andere Parameter und dann bekommt man nachher seine Daten. Ne? Oder man kann, zweites Beispiel, auch direkte Namen eingeben,
vielleicht auch noch einen Umkreis angeben und dann bekommt man auch dort, was man gerne hätte. Ne? Also so sieht das in etwa aus. Dann hatte ich das erwähnt oder wollte ich erwähnen, dann stieß ich auf die Situation, dass ich nicht vorbereitet war. Das sind Fotoplatten, die aber auch schon, das sind 500.000 Fotoplatten, die digitalisiert wurden und fotometriert wurden. Und das heißt, man kann darauf zugreifen. Das geht wohl auch immer noch weiter. Es gibt mittlerweile 5 Releases, Data Releases. Und das sind dann so verschiedene Bereiche, die dort angeboten werden. Da habe ich mal hier eine Maske gezeigt, ein Screenshot. Man kann dann nämlich auch Perioden mit suchen. Ja, da werden Fourier-Transformationen gemacht der Daten und dann sieht man so Spitzen, so Peaks und da ist wahrscheinlich, die nennen das also Qualität gewissermaßen dieser Periode und da wo eben die Qualität hoch ist, wo so ein Peak nach oben geht, da ist wahrscheinlich mit dem Wert gegeben eine periodische Veränderung und dann kann man eben so ein Phasendiagramm, eine Lichtkurve dann erstellen. Aber hier habe ich jetzt mal in dem ersten Bildchen gezeigt, wie so eine Periodensuche, so ein Diagramm einer Fourier-Transformation dann aussieht und im zweiten dann das Ergebnis. Ne, das sieht man jetzt hier, wie das dann eine schöne Lichtkurve ergibt. Und das ist bei weitem nicht so, dass das jetzt alles bekannt ist. Es gibt Sterne, da weiß man, das ist ein Veränderlicher. Der hat eine Periode, aber die ist fürchterlich unbekannt. Die Angaben in der Literatur schwanken, weil die Messungen zu selten sind oder zu ungenau sind. Und da kann man sich dann ergötzen wollte ich sagen. Nee, ich habe nach einem Wort gerungen, um das Wort ergötzen zu ersetzen. Ist mir kein eingefallen. Also daran kann man sich dann auslassen und austoben. Ne? So. Da gibt es zum Beispiel Sterne, das ist ja bei Ursa Majoris Sterne oder auch einige Lyra Sterne, da gibt es ein Hauptminimum und ein Nebenminimum und die sind fast gleich. Und da kann man oft nicht unterscheiden, ist das nun 3-Tage-Periode oder 6 Tage? Ja? Sind das 6 Tage und das ist ein Nebenminimum? Oder gibt es gar kein Nebenminimum und ist das ein ganz anderer Typ von Sternen und das sind 3 Tage. Und da gibt es also viele, viele Schwierigkeiten. Da kann man natürlich forschen, ob man da irgendwas erkennt, wenn vielleicht bisher nur jemand Daten aus einem Katalog verwendet hat, kann man mal einen anderen verwenden und gucken, ob da andere Werte herausgekommen sind. Ja, dann gibt es noch, das alles Mögliche, das ist schön, Kepler. Kepler ist ja nun ganz bekannt. Das ist der Satellit, der nach außerirdischen, also nach Exoplaneten gesucht hat. Ja, ich wollte gerade sagen, nach Intelligenzen im Weltall. Und hat er ja nicht gefunden, aber dafür viele andere Sterne, die eben auch veränderlich sind. Und dieser Katalog wird heute noch, das ist zwar nur ein kleines Gebiet zwischen Deneb und Vega, aber zwischen 7. und 17. Größenklasse, also so der Bereich, den wir Amateure ja alle abdecken, ist der sehr kontinuierlich vermessen worden. Und da kann man eine ganze Menge Daten rausholen. Ne? Ich habe hier mal eine Lichtkurve von diesem Satelliten mal eingeteilt. Also es gibt viele Sterne, die man sich da mal näher anschauen kann. Wir werden in der interdisziplinären Zusammenarbeit unter anderem die Situation haben, und da stelle ich dann nochmal die Kataloge ein ganz klein bisschen genauer vor, dann werden diese Bilder, wahrscheinlich hatte ich das vor, dass ich diese Bilder nur erst dann zeige, und deshalb hatte ich sie jetzt hier gar nicht, aber ist ja auch egal. Ja, wir können ja hier ruhig ein bisschen lockern, wir sind ja unter uns. Ne? Und dann werde ich also erzählen, dass das vielleicht
Menschen gibt, die machen Deep Sky Fotografie und was anderes wollen die gar nicht. Aber sie stellen gerne die Aufnahmen zur Verfügung für veränderlichen Forscher. Dann nehmen sie sich die und dann gucken sie und dann finden sie eine Lichtkurve vielleicht. Das zeige ich dann nochmal kurz, ein paar Beispiele. Und jetzt ist natürlich die Frage mit, ich habe da einen veränderlichen entdeckt, ich habe da eine Lichtkurve gefunden, die ist aber nicht so besonders gut. Was sagen denn hier unsere Satelliten oder automatischen Teleskope, die können ja auch auf der Erde stehen, was sagen die denn dazu? Und dann sucht man die und guckt, ob man was findet und kann das vergleichen. Ne? Und ich habe, das habe ich aber in diesem Buch dann ausführlich dargestellt, einige sehr interessante Beispiele gefunden, wo es auch Abweichungen gibt, die zu klären es gilt. Ne? Ja, was haben wir denn noch? Ja, Macho ist auch so eine Durchmusterung, Rosat, Super, SWASP oder Super WASP, W-A-S-P, S-W-A-S-P, was heißt denn das eigentlich? Wo habe ich denn die genaue Abkürzung von diesem Teil? Ach, das habe ich jetzt hier gar nicht. Ja, das sind ja irgendwelche langen Begriffe und kein Mensch merkt sich die. Ne? Und deshalb, wo man sieht, habe ich die hier stehen. Ja, Super Wide Angle Search for Planet. Also Super Weitwinkelsuche nach Planeten. So. Und sind auch wieder 7. bis 15. Größenklasse. Das ist also so der Bereich der Amateure. Ne? Da kann man eine Menge machen. Und da geht das teilweise im Minutentakt. Und das ist für kurzperiodisch eine schöne Sache. Gut, zu den Katalogen werde ich später nochmal in der Sendung etwas sagen. Dies soll jetzt hier eigentlich erstmal als Überblick genügen. Habe ich noch ein Bildchen? Nö, habe ich nicht. Und in der nächsten Sendung werde ich Folgendes machen, ganz kurz Hallo sagen. Und dann bringe ich mal ein Beispiel, oder vielleicht auch zwei, muss mal sehen, wie ich hinkomme, direkt am Rechner. Ich weiß auch ehrlich gesagt noch nicht, was ich hier nehme, aber eins von diesen Dingen. Und Sie werden feststellen, wenn ich nur ein Beispiel bringe, können Sie nicht feststellen, wie unterschiedlich die Seiten hier sind. Aber sie sind sehr unterschiedlich. Man muss sich jedes Mal erst wieder reinfummeln und sehen, was man darstellen kann. Mir ist immer das Wichtigste, dass ich die Daten dann nochmal herunterladen kann in einer einfachen Datei, die ich dann mit Excel selber weiter bearbeiten kann, wo ich selber dann beispielsweise auch Periodensuche machen kann, ohne auf das Programm im Rechner, also Online-Programm, angewiesen zu sein. Und das geht auch in den meisten Fällen. So, das wäre es gewesen. Zack. Und ja, der reale Erik Wischniewski verabschiedet sich von meinem virtuellen Publikum. Sie sind ja leider nicht direkt vor mir. Schade. Wäre auch schön gewesen. Hätte man vielleicht viel besser interagieren können. So, wir sehen uns dann in der nächsten Folge kurz hier und dann, ja, dann hört man mich nur noch am Rechner. Ne? Okay, wie immer, was soll ich sagen? Wie immer, tschüss, sorry. Bleiben Sie gesund, bleibt gesund und hab viel Spaß am bewölkten, dass es bewölkt. So ist es eben, ne? Der Himmel ist mal so und mal so. Tschüss. Das übrigens, ein Schlusswort noch. Das war es doch eben. Mal bewölkt, mal nicht bewölkt, wir müssen damit leben. Derjenige, der mit dem virtuellen Observatorium beobachtet, der braucht sich über die Wolken und den Regen nicht zu ärgern. Der kann sich höchstens ärgern, wenn er keine Online-Verbindung bekommt, weil sein WLAN kaputt ist oder sowas ähnliches. Na? Aber das ist ja seltener, als es Wolken am Himmel gibt. Also das ist ein großer Vorteil. Ne? Ich sage deshalb auch gerne Wohnzimmerastronomie, ne? Oder Schlechtwetterastronomie, kann man auch sagen. Aber ich sage auch gerne Wohnzimmerastronomie, weil man es einfach im Trocknen und im Warmen machen kann, jederzeit. Es muss nicht dunkel sein, es kann auch hell sein. Ne? Also, so, jetzt ist aber Schluss, Wohnzimmerastronomie. Ich gehe jetzt ins Wohnzimmer, tschüss.